Messer, Sägen, Macheten, Äxte, ganz viele Holzbearbeitungswerkzeuge, die wir uns heute anschauen wollen, aber eigentlich nur im Zusammenhang mit dem Survival-Messer. Und zwar, welche Techniken dürfen wir mit dem Survival-Messer machen, welche sollten wir auf keinen Fall durchführen und wie kriegen wir unser Messer mit Sicherheit kaputt. Außerdem eine kleine Bewertung des Jahres Greit von Matthias Busch aka Jackknife, alles hier in dieser Folge. Es soll heute um Survival-Messer gehen. Wir haben zwar ganz viele Werkzeuge hier, die für die Holzbearbeitung gedacht sind, aber tatsächlich geht es um das Messer als Werkzeug. Und da habe ich jetzt zum Beispiel das hier als Survival-Messer. Eine einfache Klinge, rutschfester Griff. Warum ist das jetzt ein Survival-Messer? Also, für mich macht ein Survival-Messer aus, dass es von der Länge, vom Gewicht her so führig ist, dass ich es immer dabei haben kann. Das heißt, diese Klinge hier, da würde ich sagen, die kann man immer dabei haben. Es ist einigermaßen robust und es ist universell einsetzbar. Aber sollte es nicht auch relativ klein und leicht sein? Also ich persönlich bevorzuge mein Messer. Das ist erheblich kleiner und leichter, aber wenn du groß und stabil gebaut bist, kannst du schon sowas mitnehmen. Was ein Survival-Messer nicht ausmacht, das ist wie bei den Rambo-Messern so eine Gürtelscheide mit lauter bulky Scheußlichkeiten. Musst du ja auch alles mit dir rumschleppen. Ja, natürlich. Und das, alleine die Scheide mit dem Inhalt wiegt genauso viel wie das Messer, also etwa 250 Gramm. Da sage ich später noch was dazu. Aber das ist nicht ausschlaggebend für ein Survival-Messer. Ein Survival-Messer muss eben eine Klinge sein, die du immer dabei hast. Und ja. Hauptsache, du kannst damit umgehen, egal wie groß es ist. Genau, wenn du ein großes Messer hast, dann fühlt es sich vielleicht so an, dass es einfacher ist, um es zu benutzen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Je größer die Klinge ist, desto erfahrener musst du sein, um damit zu arbeiten. Wenn die Klinge führig ist. Was heißt führig? Führig. Du kannst mit dem Messer arbeiten, als ob es an deinem Körper angewachsen ist. Es ist keine irgendwie großartige Joe mit den Messerhänden. Ja, es ist wirklich so, wenn du die Klinge führen kannst, ohne dass sie deine Bewegung einschränkt, zum Beispiel wenn du diese Bewegung machst, ohne dass sie dann dein Handgelenk mitschüttelt, das macht schon etwas an Führigkeit aus. Natürlich spricht auch nichts dagegen, wenn man ein etwas längeres Messer hat, wenn man die Erfahrung hat, weiß, wie man mit diesem Messer umgehen kann oder umgehen muss. Und solche Messer werden zum Beispiel benutzt, um größeres Wild abzufangen, also Hirsche oder große Wildschweine. Da ist es tatsächlich so, dass man etwas längere Messer benötigt. Aber längeres Messer heißt jetzt bezogen auf die Klinge oder insgesamt? Weil der Griff ist ja relativ gleich bei den beiden Messern. Na, ist es nicht. Der Griff hier, der ist super riesig im Vergleich zu meinem Griff. Also ich weiß aus guter Erfahrung, dass mit meinem Messergriff die allermeisten Frauen auch gut umgehen können. Was hast du denn da für ein Messer? Ein Apfelkuchenschneidemesser. Und das ist bei dieser Grifflänge tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber das sind so Feinheiten, die gar nicht mal so relevant sind bei einem guten Survival-Messer. Wenn du dieses Messer mit einer nicht auftragenden Scheide dabei haben kannst, immer dabei haben kannst, wenn du draußen bist und du damit umgehst, ist es ein geeignetes Survival-Messer. Wenn ein Messer einigermaßen kopflastig ist, dann kann man damit durchaus hacken. Also wenn ich jetzt hier hack, dann geht es schon. Also da kann ich schon so ein bisschen Gebüsch oder auch Holz weghacken. Das ist aber nicht der primäre Grund, so ein Messer dabei zu haben. Zum Hacken sind eigentlich diese Dinger gedacht. Ach, das heißt, ich habe zusätzlich zum Messer noch eine Machete dabei? Nein, da geht es nur darum, soll ich mit meinem Survival-Messer hacken oder ist es überhaupt dafür gedacht? Und ja, aber ich werde ja immer in die Situation kommen, wo ich vielleicht hacken muss. Dann sollte das Messer das ja schon können. Das ist korrekt. Also wir müssen in der Lage sein, mit einem Messer zu hacken. Aber es ist tatsächlich so, dass Messer, die schneiden, relativ einfach sein können. Messer, mit denen du sicher hacken oder auch andere Techniken wie leichtes Hebeln oder Batonnage machen möchtest, die Technik, die ich hasse, die ich dir aber gleich zeigen werde, dann muss das Messer sehr, sehr gut sein.
Ich nehme jetzt mal einen einfachen Schleifstein und schleife hier über den Messerrücken. Es geht um das Geräusch. Okay? Und jetzt mache ich dasselbe mit einer Machete. Hörst du den Unterschied? Es klingt beides unangenehm. Erklär mir den Unterschied, also, bitte. Die Machete besteht aus einem sehr viel weicheren Material. Stahl für eine Machete könnte zwar ähnlich stark gehärtet werden wie ein Messer, aber es geht darum, ich kann mit der Machete das hier machen, ohne dass sie mir bricht. Und das verstehen ganz viele Leute, die Messer verwenden oder auch Survival-Messer oder irgendwelche Tracker-Knives oder Frappen, nicht was, verstehen die nicht. Ein Messer ist keine Machete, das kann ich hier machen. Ich kann diese Machete, kann ich hier draufschlagen, ohne dass die mir bricht. Die verbiegt mir im Zweifel. Du komm, aber Metall ist doch Metall. Erklär mal, was da jetzt der Unterschied ist. Sehr guter Hinweis. Also, ich versuche es ganz simpel zu machen. Wir haben bei Klingen verschiedene Qualitäten des Stahls. Und jetzt geht es nicht um Wertigkeiten des Stahls, sondern Eigenschaften. Wir haben beispielsweise die Härte. Dieses Messer ist bei 58 Rockwell gehärtet, meine Klinge bei 61, 62. Das sind Härten, das bedeutet, das Messer ist deutlich härter als das hier. Und harte Messer kann man prinzipiell oder tendenziell besser schärfen und sie halten die Schärfe länger. Da spricht man von Schnitthaltigkeit. Je härter ein Messer ist, desto eher springt es aber, wenn du damit hebelst oder hackst. Deshalb werden Klingen, die, sagen wir, qualitativ vom Material oder von der Wärmebehandlung nicht ganz so gut sind, meistens etwas geringer. Wärmebehandlung? Werden die in den Ofen gelegt? Ganz genau. Das hier kommt vom Schweizer Messermacher Roman Cassé, der absolut irrsinnige Wärmebehandlungsrunden macht. Also das hier ist ein Messer, das sehr hart ist und trotzdem praktisch nicht brechen kann. Dann, wenn dieses Messer bricht, sind alle anderen Messer schon gebrochen, obwohl es über 60 Rockwell hat. Das also ist ein dann Härtemaß. Kannst du ja doch damit hacken. Aber das würdest du mit dem Messer natürlich nicht machen. Würde ich schon machen, habe ich auch schon. Es gibt nämlich ein paar Techniken, wo ich das machen muss. Wenn ich beispielsweise ein Reh ausnehme, dann muss ich hacken. Oder wenn ich mal ein größeres Stück Holz zerkleinern muss, dann muss ich auch hacken. Bei Messern, bei denen das Material nicht ganz so gut ist. Also hier ist ein guter Stahl, das ist der N690. Der lässt sich etwa bis 60, 61 Rockwell härten, aber dann wird er langsam spröde und dann bricht er. Deshalb ist der auch nicht ganz so hart geworden oder eben in der Fabrik nicht ganz so hart gemacht worden, damit er nicht bricht. Das ist also die Härte. Wenn du ein Messer hast, das hart ist, aber nicht bricht, dann spricht man von Zähigkeit. Also eine Klinge, die zäh ist, die ist eher in diesem Härtebereich, in dem man die bewegen kann und die federt mit und geht dann wieder zurück, ohne zu brechen. Und da geht es wirklich um den Preis. Es ist einfach so. So eine Klinge kostet 200 Euro, so eine Klinge kostet 700 Euro. Die braucht etwa 2 Tage, bis sie fertig ist von der Wärmebehandlung. Das hier sind einige Stunden. Plus das Anlassen. Das heißt, und der Preis ist für mich ein Merkmal für Qualität oder wie kann ich das als Laie beurteilen? Nicht unbedingt, aber da geht es wirklich darum, dass wir im High-End-Bereich der Stähle sind. Warum müssen wir das machen? Warum brauchen wir das? Damit ich mit einem Messer das hier machen kann. Damit ich mit einem Messer, Achtung Roman, das ist der Messermacher, hier, ich kann hier hebeln und ohne, dass mir die Klinge abbricht. Und das Messer ist trotzdem scharf genug, dass ich mich damit rasieren kann. Es ist, also hier kommen mir die Haare runter. Es ist hart genug, dass ich damit über Knochen schaben kann, ohne dass es mir stumpf wird. Aber das funktioniert mit sehr, sehr wertvollen, sehr guten Klingen. Und die allermeisten Messer, die ihr in irgendwelchen Outdoor-Läden kauft, die kosten keine 800 Euro, die kosten mal 200 Euro. Und wenn sich der Messermacher etwas dabei gedacht hat, und das ist hier definitiv der Fall, dann ist es nicht ganz so hart. Oder es ist eben ein zäher Stahl, der N690 ist, relativ zäh, ist ein braver, gut verarbeitbarer Stahl. Das hier, falls die Frage kommt, das müsste der Z-Tough sein, also ein pulvermetallurgischer Stahl. Und ansonsten. Ich dachte, du wolltest keine Fremdworte benutzen. Genau, also das sind einfach spezielle Stahlsorten, die sehr speziell behandelt werden. Das hier dagegen ist, wie gesagt, ein Stahl. Das kann eine ehemalige Blattfeder gewesen sein.
und der ist weich. Das heißt, entweder ist der Stahl weich und wird relativ schnell stumpf und dann kann ich damit hacken, oder der Stahl ist qualitativ hochwertig und dann kann ich damit hacken. Und das heißt, wenn ich jetzt entweder nur ein Messer oder eine Machete mitschleppen kann, dann nehme ich lieber ein Messer, weil ich damit beides machen kann. Mit der Machete kann ich nur hacken. Ja, dann nimmst du ein Messer, das hochwertig ist. Und du musst keine 500 Euro für ein hochwertiges Messer zahlen. Aber wenn du irgendwelche Fantasie-Tracker-Formeln mitnimmst, dann musst du halt auch ja, den Preis zahlen, wenn es dir kaputt geht im Einsatz. Es gibt ein paar Dinge, wo man merkt, dass sich ein Messermacher Gedanken gemacht hat oder keine Gedanken gemacht hat. Und dazu gehört beispielsweise auch der Griffaufbau. Ich mache hier gerade die Griffschale runter. Warum das denn? Weil hier eine kleine... Na, oh, ein Geheimversteck. So, hier ist ein Geheimversteck drin. Okay. Und das sind die großen Schraubnieten. Diese Fräsungen hier sind dafür gedacht, um beispielsweise noch Werkzeug da rein verstecken zu können. Aber das sind im Zweifel auch Schwachstellen, in denen so ein Messer brechen kann. Ich blende dir zwischendurch mal ein Bild ein, wie das bei dieser Klinge aussieht. Hier sind sehr feine und vor allem entgratete Bohrungen drin und sehr kleine Nieten. Also hier wurde tatsächlich auf jede nur denkliche Schwachstelle verzichtet. Aber dennoch glaube ich nicht, dass dieses Messer so bald brechen wird. Das hat 4,5 mm Klingenrückenstärke, also das ist stabil genug. Und jetzt geht es um Techniken, die wir manchmal durchführen müssen, auch wenn wir es nicht unbedingt wollen. Und dazu gehört das Hacken. Erstmal zum Hacken geht es darum, dass wir normalerweise bei Macheten eine kopflastige Klinge haben. Das heißt, die fällt mir eigentlich schon aus der Hand. Die hackt von alleine. Die hackt von alleine. Wenn ich das fallen lasse, hackt die von alleine. Das sieht bei Messern natürlich ein bisschen anders aus. Ich bin idealerweise, wenn ich gut mit Messer arbeiten kann, bei einem Schwerpunkt, der etwa auf dem Zeigefinger, vielleicht sogar etwas dahinter liegt. Also, dass ich damit arbeiten kann, ohne dass ich ständig festhalten muss, damit mir das Messer nicht aus der Hand fällt. Und dementsprechend muss ich hier anders hacken. Ich muss aus dem Handgelenk schlagen. Das heißt, ich kann so hacken. Das funktioniert. Und wie gesagt, wenn es ein gutes Messer mit einem guten Stahl ist, dann passiert da auch nichts. Hacken wird vor allem dann wichtig, wenn das Material so stachelig ist, dass du da nicht irgendwie reingreifen kannst. Das ist eine der Momente, wo ich sage, okay, ich hacke hier wirklich auch auf dem Holz, weil da kann ich mit einem gewissen Abstand reinhacken, ohne dass ich eben wirklich festgreifen und vielleicht biegen muss. Worauf du achten solltest, wenn dein Messer so eine Fangöse hat, die nutze ich normalerweise nur am Wasser, wenn wirklich die Gefahr ist, dass ich die Klinge verliere. Also es gibt so verschiedene Techniken, wie du dir das Messer um den Daumen einwickeln kannst, damit du damit hacken kannst. Die Sache ist die, wenn dir die Klinge beim Hacken aus der Hand rutscht, das gilt auch für Macheten und Beile und Äxte, dann lass sie lieber wegfliegen, als dass sie dir dann über diese Fangschnur zum Arm zurückschlägt. Also meine Empfehlung ist, lieber die Klinge locker in der Hand halten, damit hacken. Und wenn sie dir jetzt runterfällt und dadurch vielleicht beschädigt wird, dann mag es so sein. Aber wichtiger ist, dass du dich eben nicht mit deiner Klinge verletzt. Mit einem guten Messer, mit einem guten Stahl, mit einer guten Klinge passiert auch nichts. Dasselbe kann ich jetzt natürlich auch hier mitmachen. Was heißt passiert nichts? Was könnte denn passieren? Es könnte beispielsweise kleine Ausbrüche hier geben. Das passiert bei einfachen Stählen. Also wenn du so eine China-Klinge hast, dann hast du hier ganz schnell irgendwelche Kanten drin. Oder aber der Grat, also diese ganz, ganz feine Klinge da vorne, die biegt sich regelrecht um. Ja, okay, das ist jetzt blöd fürs Messer, aber besteht da auch höhere Verletzungsgefahr? Ja, natürlich. Wenn du hackst und dir bricht die Klinge ab, dann fängt die Klinge sich nicht im Holz. Ich habe glücklicherweise bei meinen vielen, vielen Seminarteilnehmern bisher nur wenige Verletzungen gehabt und sehr wenige schwere. Und diese Verletzungen kamen durchgängig durch Hacken mit dem Messer oder dem Betonnant, dem Baitening. Was meinst du mit, es fängt sich nicht im Holz? Wenn ich hier reinschlage, habe ich meinen Griff an der Messerklinge. Und wenn jetzt der Griff abbricht, dann lande ich mit meinem
mit meiner Hand, mit dem ganzen Messergriff im Zweifel hier drauf. Oder aber es gibt so ein nettes Video von jemandem, der zeigt, wie gut der Stahl eines Katanas, eines Billigschwertes ist, und der springt zurück, bricht und schlägt ihm dann in den Unterarm. Also die Klinge kann zurückkommen. Und dasselbe passiert auch beim Baitening. Was bedeutet das erstmal? Baitening ist, du hast einen Knüppel, okay? Und mit diesem Knüppel schlägst du hinten auf die Klinge drauf. Warum macht man das? Um die Kraft zu verstärken. Genau. Wir haben ja normalerweise bei Äxten hier so einen Kopf. Und dieser Kopf, der hat alleine schon ein Gewicht, das deutlich über dem gesamten Messer ist. Und hier, wenn ich hier dann hier drauf hackt, dann habe ich eine ganz andere Schwungmasse. Genau. Also der Impuls ist viel höher. Ah, Impuls, Fremdwortalarm. Also Impuls bedeutet einfach, wenn ich ein hohes Gewicht habe und ich beschleunige das, dann habe ich eine gewisse Energie. Wenn das Gewicht höher ist oder die Geschwindigkeit höher ist, dann kann ich dementsprechend die Energie höher machen. Und das, was also hier so eine Klinge nicht hat, das ist eine hohe Masse, ein hohes Gewicht. Und sie hat auch keine hohe Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt Machete und Klinge gleichzeitig bewege, dann siehst du, dass sich dieser Bereich hier oben, die sogenannte Winkelgeschwindigkeit, viel schneller bewegt. Das heißt, diese Geschwindigkeit hier vorne, selbst bei geringem Gewicht, ist viel, viel höher als das, was ich mit einer Klinge, mit einer Messerklinge machen kann. Okay? Und dementsprechend versucht man das durch das Aufknüppeln mit einem Holz in irgendeiner Art und Weise zu simulieren. Und da gibt es viele Dinge, die du falsch machen kannst. Und das ist auch einer der Gründe, warum sich mehrere Kursteilnehmer, obwohl es verboten war, diese Technik durchzuführen, regelrecht den Finger abgetrennt haben. Ein Kursteilnehmer hat sich dann sogar Reminder, nächstes Video, wie näht man einen Finger wieder an? Ja, annähen ist gut. Der hat sich sein Zeigefinger dann geschient und ist beim Seminar geblieben. Ich persönlich hätte den Finger eher wieder angenäht, aber seine freie Entscheidung. Also was ist das Problem? Was passiert da häufig? Ich könnte mir vorstellen, dass das Messer da jetzt drin feststeckt und dass du beim Versuch, das rauszunehmen, dich verletzen kannst. Das ist etwas, das sehr häufig passiert. Also erstmal, es wird häufig auf Material gearbeitet, das nicht geeignet ist oder in einer Richtung gearbeitet, die falsch ist. Wenn ich diese Art von Hacken mache, ich zeige das mal hier an diesem, dann habe ich hier eine Faserrichtung. Wenn ich diesen Ast jetzt abschneiden wollte, es gibt verschiedene Techniken, im Trainingsvideo mit Joey Kelly, das verlinke ich dir da oben, da siehst du diese Techniken, weshalb du dann nicht Baitening machen musst, aber wenn ich jetzt hier die Klinge flach aufsetze und versuche hier du durchzutreiben. Du schlägst ja gegen dein Schienbein. Ja, nicht nur das, weil ich kann ja kaum so schlagen. Ich hack in meine Richtung und zweitens versuche ich jetzt die Klinge durch die geschlossenen Fasern zu drücken. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, in so einem Fall, wenn ich so etwas abbrennen wollte, dann müsste ich mindestens einen Winkel von vielleicht 45 Grad annehmen. Okay? Und dann komme ich auch hier in das Material rein. Und dann ist es eigentlich genauso, wie du mit einer Axt oder mit einem Beil arbeiten würdest. Nur, dass du eben keine Eigenmasse hast, mit der du arbeitest. Also du kannst auch hier dir Kerben reinarbeiten. Also das ist jetzt eine richtige Technik? Das ist jetzt die Technik, die du machen kannst, wenn du so etwas zur Faser abtrennen möchtest. Es gibt noch andere, einfachere Techniken, also einbiegen und einfach durchschneiden. Das funktioniert einwandfrei, also auch bei lebenden Hölzern. Das Abtrennen, dafür brauchst du normalerweise kein Baitening. Aber um es nochmal hier zu zeigen, wenn ich auch so ein relativ dünnes Holz, das hart ist, so durchtrennen möchte. Ja, da fängt es schon an, es kann abrutschen, es kann festklemmen. Keine gute Sache. Aber das heißt, wenn ich die richtigen Techniken kenne, dann kann ich das Baitening komplett ersetzen. Also ich persönlich... clevere Techniken. Ja, ich habe Baitening habe ich noch nie benötigt. Ich habe es noch nicht gebraucht. Doch, jetzt fürs Video. Jetzt fürs Video. Aber es ist einfach eine Technik, die Gefahr bedeutet, und zwar vor allem Gefahr für die Klinge und Gefahr für dich selber. Diese Technik kann ich natürlich auch mit meinem eigenen Messer machen. Und bist du sicher? Ja, bin ich sicher. Und hier möchtest du das? Sieht man auch, jetzt schlage ich richtig quer zur Faser, aber in einem Winkel.
So kann ich das auch machen. So komme ich auch eher durch, als wenn ich komplett gerade versuche, die Fasern durchzutrennen. Okay? Und das Messer hat natürlich keinen Schaden genommen. Das ist jetzt eine Methode, die du anwenden kannst. Nochmal, nicht so, sondern mindestens 45 Grad. Dann kommst du auch durch die Fasern durch. Dann können die sich so ein bisschen wegdrücken. Das hast du vielleicht auch gesehen. Ich mache es mal ganz vorne. Ich versuche, den Griff zu halten und ich schlage hinten möglichst mittig auf den Blank auf. Blank, das heißt der Rücken da. Den Messerrücken hier. Okay? Und die Klinge, die steht so drin, dass ich mittig aufschlage, ohne dass ich Hebelkraft auf dem Messer anwende. Diese Hebelkraft ist es, die häufig dazu führt, dass eine Klinge bricht. Ich zeige es mal verstärkt oder überzogen. Ich halte hier die Klinge fest und jetzt schlage ich hier vorne drauf. Dadurch entstehen hier auf Höhe der Niete oder beispielsweise bei den Daumenriffelungen oder bei den Schleifkerben solche Spannungen, dass dir die Klinge brechen kann. Bei hochwertigen Klingen unwahrscheinlicher als bei billigen Klingen, aber so kriegst du das Messer kaputt. Also, wenn du diese Technik machst und dir geht das Messer kaputt, dann musst du dich nicht wundern. Da darfst du dich auch nicht beim Hersteller beschweren, weil dafür ist niemals ein Messer gemacht worden. Das ist nicht geeignet. Also, diese Bewegung hier, okay, vorne auf die Klinge schlagen und hinten den Griff festhalten. Das heißt, wir merken uns, erstens nur mittig auf den Messerrücken schlagen und zweitens Winkel. Bei Schlägen quer zur Faser einen Winkel einhalten, beim Durchtrennen, also Aufspalten, möglichst mittig oben drauf schlagen. Müssen wir sonst noch was beachten? Ja, natürlich. Ich achte darauf, dass ich niemals seitlich hier auf die Klinge drauf komme, weil da kann ich natürlich auch schwere Schäden in der Klinge verursachen. Also, ich schlage hier mittig drauf und die Kraft erfolgt wirklich senkrecht vom Messerrücken nach unten. Und dann versuche ich nicht, eine Klinge, die festhängt, so zu lösen, indem ich hier hinten drauf schlage. Da bricht dir das Messer auf. Sondern wenn, dann durch ganz leichte Schläge lockern und rausziehen. Wenn dir das Messer, ja, Fingerspitzengefühl oder ein Holzkeil. Wenn dir das Messer richtig festschlägt, dann hast du keine guten Karten, weil es ist keine Axt, es ist kein Beil oder keine Machete, die du dann durch schwerere Schläge seitlich wieder lösen kannst. Aber also, jetzt habe ich ja wieder das Dilemma, wenn ich in eine Gegend gehe, wo ich eine Axt brauche, aber nur ein Messer mitnehmen kann, was mache ich dann? Ich versuche, diese Größen vom Holz zu meiden. Okay? Also, wenn ich mit der Größe ist es kein Problem, da durchzukommen. Aber wenn ich jetzt solche Buchenstämme versuche, mit dem Messer zu spalten und ich argumentiere, hey, ich muss ja Feuer machen, es wird kalt, da muss ich mich nicht wundern, wenn dann meine Klinge kaputt geht. Das ist einfach dann die Arbeitsbereiche, das sind die Arbeitsbereiche einer Axt oder eines Beils oder zumindest einer Säge. Deshalb habe ich auch kaum Baitoning machen müssen. Ich spreche es auch immer falsch aus, weil ich es kaum verwende. Warum brauche ich es nicht? Dann, wenn ich so eine wunderschöne Spaltkante habe, dann habe ich auch eine Säge dabei. Und dann mache ich mir solche Kaliber und dann verbrenne ich die einfach. Also nur in seltenen Fällen, wenn ich beispielsweise etwas bauen möchte, dann müsste gespalten werden. Aber auch da gibt es andere Techniken, da kann ich viel sauberer, viel effektiver arbeiten als durch Spalten. Das heißt, wenn du dein Messer richtig beherrschst, weißt du auch immer ein Workaround, wie du ums Baitoning drumherum kommst. Ganz genau. Und wie du andere Werkzeuge ersetzen kannst. Genau. Wenn du weißt, dass du in eine bestimmte Region gehst, dann nimm dir eine Säge, nimm dir einen Beilkopf mit. Das wäre noch das, was ich empfehlen würde. Aber ansonsten vermeide einfach diese Technik. Sie funktioniert, aber wenn sie vermieden werden kann, vermeide sie. Wann verwende ich Baitoning eben? Wenn ich den Schlossknochen von einer Wildsau oder von einem Reh aufbrechen möchte. Und da sieht das Baitoning aus, dass man häufig mit dem Handrücken arbeitet oder sogar mit der Spitze aufsetzt und so durch den Knochen drückt und dann hebelt. Das ist auch eine Sache, da nimmst du nur Messer, bei denen du sicher weißt, dass sie nicht billig hergestellt worden sind, also nicht irgendwelche Schwachstellen haben oder in einer gewissen Art und Weise glashart sind. Glashart bedeutet, es springt einfach ähnlich wie Glas. Oder du weißt, dass die Messer etwas weicher gehärtet sind.
Und da sind wir auch nochmal beim Greit, weil das habe ich letztes Wochenende auf der Jagd auch eingesetzt, um eine Wildsau aufzubrechen. Und da muss ich sagen, dass die Klinge... Die und es war eine große Wildsau. Und es war eine große, Bache, also so um die 80 stabile Kilo. Beckenknochen. Und je stabiler der Beckenknochen ist, desto eher muss man hacken oder eben diese Art von Baitinging machen. Ich mache es, wie gesagt, ungern hier quer drauf, sondern ich gehe mit der Spitze drauf und schneide so dann durch den Beckenknochen. Ich habe schon eine ganze Reihe von Messern gehabt, die diese Kaliber sind. Also ich vergleiche das gerne mit dem Kaba, mit dem US-amerikanischen Kampfmesser oder aber mit dem Feldkniven A1, das ich auch lange Zeit gehabt habe. Diese Klinge gefällt mir, oder dieses Messer gefällt mir unheimlich gut. Der Griff ist rutschfest. Er ist für meine eigentlich riesengroßen Hände ein bisschen zu groß. Aber was überhaupt nicht geht. Was zur Hölle ist das hier? Ja, was zur Hölle ist das da? Das ist ein Dorn. Zum Scheiben aufschlagen, ich hab nicht, wenn du im Auto dafür, fest sitzt? Dafür sind nämlich 68 Rockwell nicht, na Quatsch, 58 Rockwell, hat er 58, 59 Rockwell, ist bei weitem nicht hart genug. Außerdem greifst du ja dann in die Klinge versehentlich. Ja, also hier diesen, was wenn ich irgendetwas hacken möchte oder aufbrechen möchte, wie eine Nuss oder sowas, nehme ich ein Messerrücken. Das Ding ist einfach wirklich buchstäblich Schrott. Das hier flex ich weg, weil die Klinge, die werde ich verwenden als Jagdmesser, aber das Ding hier hinten, das braucht wirklich niemand. Genauso wie diese Messerscheide übrigens, dieses Video über das Greit, das habe ich schon, wie häufig haben wir das schon gemacht? Dreimal? Ich glaube, wir sind jetzt beim fünften Versuch. Also hier haben wir eine riesengroße Schnalle, warum auch immer. Hier passt der Schleifstein rein. Das ist aber groß. Ja, du brauchst auch einen Schleifstein normalerweise nicht bei einem einigermaßen schnittfesten, schnitthaltigen Stahl brauchst du keinen zusätzlichen Schleifstein. Und dann ja, ist das Ding einfach super bulky. Man hat hier verschiedene Möglichkeiten, das über das Molle-System festzumachen. Also, wenn diese Klinge, dieses Messer, diesen Dorn nicht hätte, dann wäre es definitiv einer meiner Lieblingsmesser. Eines meiner Lieblingsmesser. Danke für die Korrektur. Gerne. Also diesen Dorn hier werde ich tatsächlich wegflexen und das Ganze möglichst ohne, dass das Messer sich aufheizt. Es gibt nämlich noch ein paar weitere Regeln, Dinge, die du niemals mit Messer machst. Also erstmal, Stichwort aufheizen. Ja, aufheizen, da kommen wir gleich zu, aber das hier mit der Messerklinge bohren. Ich mache es, weil ich davon ausgehe, dass diese Klinge das aushält, aber die allermeisten Messer, die werden da abbrechen, und zwar an der Spitze. Nur wirklich gute Klingen, die halten das aus. Aber warum sollte man das machen? Beispielsweise ein Loch irgendwo reinzuschneiden. Wenn du eine Falle baust oder eine Angel, dann kann es schon durchaus sein, dass du ein Loch benötigst. Du hältst die Klinge einfach kurz und jetzt kann ich mit geraden Schnitten mir hier eine Höhlung, ein Loch reinschälen. Und das mache ich immer so, dass ich keine Drehkraft, also keine Torsionskraft hier vorne drauf bekommen. Das funktioniert einwandfrei. Kannst du mir denn mal zeigen, wie du das Messer in die Hand nimmst, ohne dich zu verletzen? Ja. Da ist der Trick, und deshalb sage ich auch immer, dass es mit kleineren Klingen einfacher ist zu arbeiten. Die Klinge muss so gehalten werden können, dass du keinerlei Bewegung hier erlaubst, weil die Klinge ist rasiermesserscharf, das ist keine Frage. Aber wenn ich die so halte, sobald ich hier auch nur einen Millimeter mich bewegen würde, würde ich mir ganz, ganz tief ins Fleisch schneiden. Brauchst du dafür nicht sehr große Hände? Nö, das funktioniert tatsächlich auch mit kleinen Händen. Also du siehst, dass mein Bein hier deutlich drunter geht. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich so greife. Dann kann ich nämlich auf dem Oberschenkel arbeiten und lande dann nicht im Fuß, wenn ich hier die Klinge so halte. Sollte man das nicht grundsätzlich vermeiden, auf dem Oberschenkel zu arbeiten? Ganz viele Dinge, ganz viele Techniken, die du in der Praxis machst, sind Techniken, die für Anfänger nicht geeignet sind. Arbeiten auf dem Oberschenkel, wenn du so machst und ruhst aus, ist die Oberschenkelarterie durch. Also, wenn du es richtig machst, so, dann funktioniert es schon. Oder aber in Richtung der Hand schneiden. Das funktioniert, wenn du die richtige Technik machst. Hier, wenn ich das so mache, da kann ich ohne Schwierigkeiten auch in Richtung Hand schneiden, ohne dass mir etwas passiert. Okay?
oder was du teilweise bei Kerbschnitzern, also die wirklich Profischnitzer sind, die schneiden hier am Unterarm entlang. Eine Sache, die ich persönlich nie so gerne mag. Ah, der erfahrene Spargelschäler weiß, wie man das macht. Ja, also das sind alles so Sachen. Manche Dinge machst du, wenn du fortgeschritten bist, aber dann hast du normalerweise auch nicht das Problem, dass dir irgendwie eine Klinge abbricht, weil du damit gehackt hast. Also Jackknife, no front, gutes Messer, für meine Riesenhände vielleicht ein bisschen zu groß, aber ich werde diesen Dorn hier wegschleifen und ich werde es in Ehren halten und auch für die Wildschweinejagd verwenden, aber diese Scheußlichkeit werde ich gegen eine einfache Cordura-Messerscheide oder eine Kydex-Messerscheide austauschen. Nur, dass du Bescheid weißt, ich halte die Dinge, die ich von dir bekommen habe, in Ehren. Das ist eine nicht ganz ungefährlich zu tragende, passt mir auch eher so als Amulett. Jetzt brauche ich noch einen Bogen und muss Elbisch lernen. Das habe ich von Jackknife bei der ersten Adventure Northside 2015, glaube ich, geschenkt bekommen. Also ich halte die Dinge von dir in Ehren und damit werde ich auch noch die eine oder andere Sau aufbrechen. Aber das Öffnen vom Schloss hat so definitiv nicht funktioniert. Da habe ich dann auf ein anderes Messer zurückgreifen müssen. Und im Zweifel habe ich da auch eine Säge dabei. Ich habe ja vorhin von Wärmebehandlung gesprochen. Ich möchte das nur ganz, ganz kurz erläutern, wie so etwas aussieht. Bei einfacheren Klingen- oder Messerherstellern wird die Klinge erhitzt, abgeschreckt in Wasser oder Öl und dann wird die in einem Backofen noch bei einer bestimmten Temperatur für eine Zeit lang gelassen oder angelassen. Dadurch wird die Klinge hart und trotzdem bricht sie nicht so einfach. Bei sehr aufwendiger Stahlverarbeitung, wie bei dem hier von Roman Cassé, werden die Klingen in einer Salzschmelze erhitzt und den Stickstoff abgeschreckt. In Klammern keine Werbung. Trotzdem stelle ich euch mein Messer demnächst irgendwann mal vor. Ich habe es schon ein paar Mal angekündigt, aber irgendwann werde ich es machen. Und ja, diese Bearbeitung, diese Hitzebehandlung, die kannst du ganz schnell kaputt machen, indem du einfach was aus dem Lagerfeuer damit rauskratzt. Einmal kurz rein und dein Messer ist eigentlich kaputt. Du musst es wirklich nur ganz kurz reinhalten. Das sind hier ganz dünne Bereiche, der Grat hier, mit dem du eigentlich schneidest. Und wenn du auch nur in die Nähe des Feuers kommst, also sagen wir mal so, dass du dir die Haare auf deinem Fingerrücken abflammst. Sofern du dort welche hast. Ja, dann sind deine, oder wenn du die Hitze richtig unangenehm spürst, dann kannst du deine eigentliche Schärfe schon vergessen. Warum? Weil das Metall dann wieder warm wird und genau, sich ausdehnt? Es wird warm und dadurch wird die Hitze, die Härte wieder reduziert. So auf Null zurückgesetzt oder wie? Ja, kannst du so sagen. Und zwar an diesem Bereich, dann musst du erstmal alles wieder wegschleifen, bis du eine Klinge oder eine Schärfe hast, die dann auch länger hält und dir ja nicht irgendwie kaputt geht, wenn du damit mal ein Gummibärchen zerteilst. Also das ist wirklich, damit kannst du deine Klinge super schnell kaputt machen. Wenn dich diese Bewertung noch genauer interessiert oder du die Vorstellung dir noch mal genauer anschauen möchtest, ich habe dazu einen kleinen Testbericht für das Survival-Magazin geschrieben, da findest du auch welche alle Ausgabe? Daten. Das ist die Ausgabe 323. Und ja, da auch der Hinweis oder zwei Hinweise. Wenn dich diese Art von Videos interessieren, dann abonniere den Kanal gerne und lass ein Like da, kommentiere das. Stell mir auch Fragen zu den Dingen, die ich sage. Ja, hinterfrage es auch gerne. Und da auch eine Frage, die ich an dich habe, und zwar werde ich immer wieder gefragt von Readly, ob wir eine Kooperation machen. Vorteil wäre, ich könnte unmittelbar auf die einzelnen Magazine und Artikel von hier aus verlinken und da hätte der Verlag, für den ich arbeite, was davon, da hättet ihr vielleicht was davon, weil ganz viele Dinge, die wir hier besprechen, schon präziser oder ja, mit den entsprechenden Daten hinterfüttert im Survival-Magazin oder im Tactical Gear erschienen sind. Schreib es mir einfach unten in die Kommentare, ob das dich sehr stören würde, wenn eine halbminütige Vorstellung von diesem Kooperationspartner hier stattfinden würde. Wenn die meisten sagen nicht, dann ist es auch in Ordnung. Dann verlinke ich dir auch ohne Kooperation, aber dann mache ich das einfach mal
für das erste Mal. Ich verlinke dieses Magazin auf Readly. Ich bekomme dafür kein Geld. Ich bekomme dafür keine Anteile oder sowas. Alles, was ich hier vorstelle, habe ich entweder in meinem Privatfundus oder in meinem Journalistenfundus für meine Magazinartikel. Soll jetzt tatsächlich keine Werbung sein. Und ich glaube, zumindest dieser verdammte Dorn hier hat auch so ein bisschen sein Fett wegbekommen. Wie ist es mit dir? Welche Survival-Messer würdest du verwenden? Eher ein großes oder eher ein kleines, das du auch immer dabei haben kannst? Das ist schon meine Priorität klar geworden. Und welche Techniken verwendest du mit deinem Survival-Messer? Sagst du, okay, ein Survival-Messer muss stabil genug sein, dass ich damit hacken und Betoning machen kann? Oder sagst du, okay, eine Klinge ist zum Schneiden da und alles andere ist so die Ausnahmeverwendung? Schreib es mir gerne unten in den Kommentare. Geh also raus, probier mit deinem Messer die Techniken aus, aber verletz bitte keine lebendigen Bäume dabei. Mach's gut und bleib gesund.